Thaler, schönen Tag. Herzlich willkommen. Danke schön, dass in dem kleinen Barnsdorf, ja. Ja, ich glaube in Barnsdorf. Dann haben wir hier unsere hauseigene Wäscherei für die Reinigungsdienste. Hier zum Beispiel kann man das sehen, das ist die Einsatzplanung für die gewerblichen Mitarbeiter, wo wir genau sehen können, welche Mitarbeiterin, welcher Mitarbeiter um welche Uhrzeit bei welchen Kunden sich bewegt. Das ist auch wichtig, zum Beispiel Kunden wie die BASF zum Beispiel verlangen das auch von uns, wissen, dass wir das stundengleich nachvollziehen können, zum Beispiel im Fall von einer Havarie. Von erstem Mal bis ins Spiel. Richtig. Das bleibt doch nicht aus, weil die Stange natürlich auch sehr nachgibt. Ja. Und je ruhiger sie waschen, umso weniger wackelt die Stange. Genau, wo ist denn das Bürgermeisterbüro? Da kann ich das gleich nochmal hier besonders vornehmen. Noch gut? Und unsere Firma macht für uns immer Vorbildung, immer Vorbildung. Genau. Und das, was kann man viel Sache lernen. Ja, da können Sie viel machen. Ne? Ich bin seit vielen Jahren auch in fremden Berufen unterwegs, ziehe mir gewissermaßen die Berufskleidung von anderen Leuten an. Für mich ist das immer wieder sehr interessant, weil wenn man nicht aufpasst in der Politik, natürlich ist man dann immer nur mit seinesgleichen unterwegs und am Ende hebt man vielleicht auch ein bisschen ab und das möchte ich nicht. Und ich habe auf diese Weise jetzt in den letzten Jahren schon viele, viele spannende Erfahrungen gemacht. Heute zum Beispiel bei dem ehrbaren Handwerk der Gebäudereiniger. Da denkt man so als normaler Mensch, naja, das ist das, was ich im Krankenhaus sehe, was ich in der Schule sehe. Aber in Wirklichkeit steckt dahinter noch viel mehr, wenn es beispielsweise um die Reinigung von Lebensmittelbehältern geht. Was muss da geschehen? In welchen Arbeitsschritten muss man verfahren? Mit welcher Sorgfalt müssen die Beteiligten da vorgehen, dass am Ende wirklich dann ein, ja, man kann sagen, klinisch reiner Behälter rauskommt? Das waren wirklich sehr spannende Erfahrungen. Das macht Spaß. War das zum ersten Mal, dass Sie Fenster geputzt haben? Nein, das habe ich schon zu Hause probiert. Ich glaube, ebenso wie damals, auch heute, nur mit mäßigem Erfolg. Ja, wir sind ein Unternehmen des Gebäudereinigerhandwerks. Wir reinigen öffentliche Gebäude bis hin zu Industrieunternehmen und unterschiedlichste Branchen, Lebensmittelbranche, Chemiebranche etc. Das Handwerk ist seit 1926 in der Handwerksrolle eingetragen, ist ein regulärer Ausbildungsberuf, den man 3 Jahre lernen muss, was die wenigsten wissen. Man kann sich qualifizieren bis hin zum Meister, bis hin zum Objektleiter, Schädlingsbekämpfer, Hygienekontrolleur und so weiter. Gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Unser Unternehmen, die LR Gebäudereinigung, wurde 1953 von meiner Großmutter gegründet, Lisa Runge. Ich bin seit 2003 im Unternehmen und stelle die dritte Generation dar. Und ja, wir waren natürlich sehr geehrt, dass die Politik sich auch für unser Handwerk interessiert und dass Herr Weil auch mal in unsere Rolle, in unser Handwerk geschlüpft ist. Und es war ein sehr spannender Tag mit ihm gemeinsam und er hat sich gut geschlagen.